Und damit ein herzliches Hallo und einen wunderschönen. Wir sind immer noch hier. Ich habe mal geschlafen, habe mich mal ein bisschen reorganisiert. Zumindest mein Leben und meine Schlafpunkte sind entsprechend gut und günstig. So, bevor wir das nächste Mal losziehen, schauen wir mal, ob wir nicht eventuell uns schon mal ein Eisenwerkzeug machen können. Weil ich vermute mal ganz stark, dass wir ganz dringenderweise, die können wir vielleicht noch reparieren, mal gucken, ob mit der Rochenhaut, oh, die Taschen schon wieder so voll. Machen wir erstmal, ich pack's erstmal weg. Dass wir ganz dringenderweise besseres Werkzeug brauchen für den Erzabbau. Nehmen wir mal das Steckchen noch raus, haben nicht schnell mal was zu essen gemacht. Ja, das haben wir erledigt. So, wir haben hier die Kupfersäge und haben die Obsidiansäge. Ich nehme an, die Obsidiansäge brauchen wir so schnell nicht wieder. So, das haben wir. Lampenöl brauchen wir noch. Essen haben wir. Kupfer. Die würde ich erstmal reparieren. Was? Wir haben keinen Kupferbahn mehr. Jetzt wird's lustig. Da. Sprich, wir müssen erst den Kupferbahn machen zum Reparieren. Bedeutet, wir brauchen wieder ein Stück Kohle. Naja, es ist noch nicht mal Start und schon geht's wieder los mit dem Gehetze von A nach B. Hinzufügen Plätze. Zack. Na, dann machen wir an das Ding. So, das Ding läuft durch. Der Gedanke war ja, einen größeren Kern zu bauen. Ich suche den schon wieder. Ständig ist die Garre weg. Da steht sie ja. Zumindest eine mit mehr Tragkraft. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Nee, ne? Kachen, Herstellung. Mal gucken. Doch. Verbesserter Kern. Holzbretter und Kupferbahn. Warum kann ich den nicht aufwerten? Verwenden, ändern, Interaktion. Er lässt sich nicht aufwerten. Wir müssen praktisch einen neuen bauen. Sprich, wir brauchen wieder Kupfer. Na, was für ein Elend. Was für ein olles Elend. So, hier. Getrocknete Haut. Was ist denn hier auch noch? Ach da. Rochenhaut. Wenn. Was haben wir gegessen? Repariere ich die Fackel mal. Reparieren. Zack. Gut, dann haben wir nämlich auch den Platz wieder frei hier. Zack, uns Lampenöl ist weg. Wir haben noch Essen, wir haben noch einen Stein. Ja. Wie nun am dümmsten. Schildi, dich brauche ich gerade nicht. Unser Hütchen wollten wir weiterbauen. Zumindest die nächsten Schritte. Da habe ich nämlich die Baumeister-Sachen. Wohl Baumeister. Wir haben ja oben stehen Lande auf der nebligen Insel. Das ist ja sozusagen eine ganz andere. Sachen sind soweit in Ordnung. Essen, Trinken haben wir. Würde ich doch fast mal sagen. Gucken wir mal, was auf der neblichen Insel ist. Einfach nur mal so Interesse halber. So. Plätze nehmen. Ja, die Frage ist, was reparieren wir zuerst? Die Axt. Oder die Spitzhacke. Ich vermute ja mal, dass auf der neblichen Insel auch. Na, kann ich reparieren die.
dass auf der neblichen Insel auch Eisenvorkommen sind. Was wir mal gucken können, ist, wir gucken mal hier rein. So. Axt ist das. Eisenaxt. Brauchen wir ein Stöckchen davon und die Axtklinge. Und dafür brauchen wir nur einen. Hammer, verbesserte Schmiede. Gott, verbesserte Schmiede. Schmelzer und Primitiven. Und hier die Verbesserung. Ach du Heiliges. Stein kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das kriegen wir vielleicht hin. Das auch. Und was ist das? Tonform für Säbel. Tonform für Säbel. 4 Lehmstreifen. Haben wir noch welche? Wir haben doch von allem irgendwie immer alles. 1, 2, 3, 4. Das hier, also brauchen wir wieder Kohle. Jetzt wird es nämlich wieder lustig, 1000 Sachen. So, den haben wir hinzu. Plätze. Nö. Was? Tonform für hier drin ein Brennstoff. Und was will der haben? Holz. Holz haben wir hier. Ey, da wirst du wieder Loch im Kopf. So. Hinzufügen. Plätze. Was wollen wir machen? Das. Platzieren. Na dann los. Feuer frei. Braucht 38 Minuten. Dann können wir zumindest wieder weg. Die Klinge machen wir, die verbesserte Schmiede. Und jetzt wird es nämlich wild, weil ich vermute mal, dass wir nicht genug Material haben, um die aufzuwerten. Wir haben nicht genug Kupfer. Und dann haben wir hier noch was drin. Ein. Ja. Nee. Ja, und Kupfer haben wir nur auf der anderen Insel gekriegt. Ich will aber besseres Werkzeug. Ich will. Und nun? Kann ich nicht wieder einschmelzen? Ach Mensch, das ist gemein. Na gut, dann eben nicht. Vorbereitungen sind gemacht. Mach dann als nächstes. So. Getrocknete Rochenhaut. Ich bin mir noch nicht sicher, für was wir die brauchen könnten. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, auf Rezept zu gucken? Baupläne, da. Rochenleder. Und Rochenleder machen wir doch bestimmt hier unten, oder? Was ist drinne? Wir brauchen noch einmal Baumrinde. Gott. Noch welche? Oder habe ich die schon längst verschmissen? Da will ich nicht wieder losrennen. Rinde. Da haben wir noch. Oh, wir haben 3 Stück davon. Nicht, dass ich wieder losziehen muss und extra das Zeug holen. So. Einmal nur, weil wir nicht genug sauberes Wasser haben. Ein Wassertank. Zusammen. Jawohl. Herstellung, na dann. Zack. So. Haben wir das nämlich auch vom Tisch, wisst ihr? So. Schade, dass man in den Kisten dann nicht ins Rezept gucken kann. Rochenleder. Und warum? Hier zeigt er keine Baupläne. Herstellung. Ich habe irgendwas gesehen. Und zwar war das hier bei den Klamotten.
her und suche dieses Objekt, um einen Bauplan freizuschalten. Plan für eine Tauchmaske, ach, die brauchen wir noch. Na gut, hätten wir uns sparen können. Ab in die Kiste. Weg ist es. So. Naja. Schade, dass es nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das haben wir hier drinne. Fledermäuse kommen hier mit drin. Die Fledermauspaste können wir uns ja später machen, wenn wir irgendwas, was wir essen müssen. So, zack, bevor es schlecht wird. Die nehmen wir mit. Baumeister packen wir wieder weg, weil da bauen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, dann heben wir uns das lieber auf. Hier passt nicht mal rein. Wie viel sind es? 7 hiervon, 7 hiervon. Ach Menno. Wenn mal was klappen soll, wie es soll. Ich pack das ganze Zeug. Ne, das müssen wir mitnehmen. Spitzhacke funktioniert. Die ist auch voll. Was ist denn nur mit den Kisten los? Sind die kleiner geworden? Die Säge raus. Das raus. Die nehmen wir mit, damit wir einen Anleger bauen können. Auch an der nebligen Insel. Essen, trinken haben wir. Stecker haben wir. Was zum Heilen haben wir. Messer ist repariert. Ja, die hält nicht mehr viel. Haben wir vielleicht noch eine andere Axt? Hier. Und eine Obsidian-Scheibe. Wir haben doch genug Zeug mitgeschleppt. Feuerstein. Haben wir nicht auch noch eine Obsidian-Scheibe irgendwo gehabt, in irgendeiner Kiste verstaut? Wir hatten doch vor uns eine mitgenommen, oder nicht? Was für ein Elend, was für ein Elend. Und da will man einfach nur mal losziehen. Hier ist nur ein Seil drin, obwohl können wir mal eins mitnehmen, falls wir mal eins brauchen. Obsidian, da. Wusste ich doch. Bin doch nicht ganz so doof. Ein bisschen schon, aber lohnt sich ja gar nicht. Das lohnt sich ja gar nicht. Egal, als Reserve. So, hier ist noch Essen, Trinken und Lehm drin, den packe ich noch aus. Eisen packe ich noch aus. Die Ratte können wir noch kochen. Hier ist auch noch alles voll. Ich will doch einfach nur. Überlastet, überlastet. Spiel, du willst es aber wieder wissen, oder? Ich weiß nicht, was das Spiel gegen mich hat. Essen, trinken, packen wir aus. Dann tun wir das Zeug nämlich hier einpacken. So, das hier rein. Eisen hier drin. Ratte bringen wir hoch. Ratte. Ist doch nur ein Meerschweinchen. Dovis können wir drin lassen. Die wiegen fast nicht. Kohle raus, die ist schwer. Das kann raus, das kann raus. Einige wären da eine gewesen. Was sind denn hier 105 Kilo? Ach, die Dinger. Ab bis Beginn will ich durch. Also sein und los. Also Spiel, beeil dich. Also ihr seht, ich habe nach wie vor noch so leichte Sorgen und Probleme mit dem Inventarmanagement. 89 von wiegen 5. Gut. Eine finden wir zwischenzeitlich überall.
Der Butterharz will ich nicht. Steckchen finden wir auch überall. Kilo. Ja, was soll's. Können wir halt nur das mitnehmen, was wir mitnehmen können. Zack. So. Gut. Also, nochmal schnell schlafen gehen. Und dann starten wir Tagesbeginn auf zur nebligen Insel. Mal gucken, was uns dann dort bevorsteht. Ich hoffe ja ganz stark drauf, dass man. Warum werde ich, kann ich nicht Gehör geheilt werden? Essen. Trinken. Jetzt. Da. Gut, wir sind geheilt, wir sind bereit. Dann ab zur Nebligen. Axthammer, Spitzhacke haben wir. Messer haben wir. Wir haben noch Pfeile. Wir haben unseren Speer. Nun denn. Rüber in die Region. So. Das sind ja die anderen Inseln. Ich muss sagen, lasst uns zur Eiseninsel landen. Dann fahren wir mal hier ringsrum und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Ist das ein Deal? Ja, ne? Sorry für meine Verwirrtheit, aber das ist alles zu viel für mich. Viel zu viel Neues, viel zu viel Tolles. Ich will ja am liebsten alles entdecken und das sofort. Eigentlich noch gestern. Ich will es ja nur wissen. Ach, die Spiele machen mich so fertig. Zumal ich ja das Entdecken so liebe. Gut, wir sind hier, hier wollten wir aber eigentlich gar nicht hin. Schade ist, können wir den Wagen einfach einpacken und mitnehmen? War das nicht so? Ich probiere es einfach mal. Was sollte denn schlimmstenfalls passieren? So. Geh ändern. Wen aus dem Gebäude tun willst. Auseinandernehmen. W, 4, 2. Was kostet uns ein neuer? Zwo, 4, 2. Dann haben wir einstecken. Und dann nehme ich nämlich mal Vorschau mit. Ja. Packen wir Vorschau wieder hinten rein. Und zwei davon. Zwei davon und 1, 2, 3, 4. Okay, alle. Ja. Gut. Dann wäre das hier auch erledigt. Das haben wir. Würde ich schnell noch braten. Wir haben die hier auch irgendwo. Da, ne? Hinzufügen. Herstellung, Ratte. Na dann. Mann, 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 Mann. So. Ratte. Ratte. Das war Meerschweinchen. Herstellen. Also für mich sind das Meerschweinchen. So. Gut. Dann weiter geht's. Schauen wir mal auf die Karte. Wir hatten ja gesehen, hier oben rumfahren. Dann tun wir das einfach mal. Hier war ja wieder was mit dem Lenken. Bin ja nicht so. Hallo? Ah, jetzt. Irgendwie ist das Segel im Weg. Du siehst nach rechts fast nichts. Endlich wieder auf Reise. Das Feuerwerk sieht so herrlich aus. Können wir mal schauen, ob wir hier noch irgendwas unterwegs entdecken können.
wäre fast schief gegangen. Mal zu. So. Da haben wir gesagt, wir können überall kartieren, ne? Okay, also hier gibt es nichts zu kartieren. Auch die Felsen sind schön gemacht. Ja, wird halt mal wieder eine Entdeckungsrunde. Aber ich glaube, das ist ja das, was am meisten Spaß macht, wenn man so was Neues hat. Einfach mal wieder was entdecken. Und mal schauen. Weil wenn wir dann wissen, wo wir hin müssen, eventuell. Ist das jetzt schon die Insel? Oh, was ist denn hier? Braucht noch einen Zugang hier zur Insel. Gucken doch gleich mal. Oh. Hey, sehe nur ich das oder ist es ein Tier? Portieren. Stallbeil, langer Stock. Naja. Asmo ist mal wieder nass. Gerade irgendwo ein Tier gesehen. Das ist auch so ein wilder Puma. Oh ja. Na dann los, klein. Damals. Haben wir es hinter uns. Ja, den haben wir schon mal von der Backe, den Kameraden. Das nehmen wir natürlich diesmal mit, damit wir auch einen Beweis haben dafür, dass wir hier waren und dass wir ihn erlegt haben. Ja, cool. Wir packen das mal gleich weg. Da rein. Geht doch schon mal gut los, oder? Zack. Und zack. Und zack. Hier wollten wir zwar gar nicht hin. Aber mal wenigstens mal kurz umschauen. Wenn wir schon mal hier sind. Jetzt kommt Fackel an, damit wir sehen. Japer Werkbank, okay. Leder und Trockengestell. Cool. Die Wäscheleine möchte ich haben. Was ist denn hier? Noch ein Buch. Mensch. Ist ja richtig aufregend. Was haben wir denn jetzt? Haben wir jetzt getrocknete Haut? Okay. Gerbe Werkbank brauchen wir jetzt hier nicht. Wir gehen mal noch ein kleines Stück rein. Auch nur ein kleines Stück. Versprochen. Lass mich halt viel zu schnell mal ablenken. Das ist für Blümchen. Kamille. Sah die nicht früher anders aus? Haben die jetzt geändert? Wo Licht ist, ist auch Schatten, oder? Wie heißt es mal so schön? Trotzdem noch mal nichts Neues dazu. Dass der Puma nicht angezeigt worden ist, finde ich schon sehr kurios. Den Stöckchen. Mal hier schauen.
jede Ecke durchschnarchen. Nicht vergessen. Komm, machen wir mal an. Zack. Wir waren hier. Wir haben unser Revier markiert. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Und jetzt treibt es mich schon wieder hier quer den Berg hoch. Das ist ungerecht. Vielleicht auch ein kleines bisschen gemein. Ach so, jetzt sind wir ja hier hinten. Und fragst auf der Rückseite. Und ich renne mir jedes Mal einen Wolf. Und hier ist man eigentlich schon fast da. Schwäbchen. Wir haben doch. Oh. Gleich vor unserer Nase. Wo ist die Spinne? Feuersteinscherbe ist schon mal gut. In Tränkle. Cool. Oh, guck mal, da Glühwürmchen. Hey. Cool. Ich hätte gern welche für zu Hause, paar blaue. Schiefer. Das ist der große Baum. Mal gucken. Die können wir gar nicht tragen. Merke ich mir vom Rückweg. Apropos Essen und Trinken. Später. Ich habe dazu gedacht. Was haben wir? Akutisch und ansonsten ist hier nichts weiter. Hier waren wir drin. Wie lange haben wir ausgemerzt? Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt noch erwartet. Das Essen nehmen wir mit. Ja, wenn das Spiel dir einen Seilenweg legt, wirst du es bestimmt bald brauchen, nehme ich mal so an. Achso, hier sind wir auf der Rückseite sozusagen. Dann sollten wir uns das doch merken, die Anlegestelle hier hinten. Sind wir doch schneller hier oben als gedacht. Ja. Aber das jetzt zum Thema, wir wollen auf die nebligen Inseln, ne? Steht hier eine Messerklinge, okay. Können wir uns ein Messer bauen? Geht es euch genauso? Ihr wollt, habt eigentlich was vor und wollt irgendwo hin und dann macht ihr was ganz anderes. Jetzt Stöckchen. Ich höre Ziegen. Großer Ast, großer Ast. Besonderes Objekt, interessanter Ort. Das ist ein böses Tier gehört. Ja, da wird es heute wohl nichts mehr mit dem. Diesmal habe ich dich aber gleich gesehen. Bauplan, Tauchermaske. Ah, jetzt haben wir sie ja. Das ist doch super. Was ist hier? Massiver Stein. Ziege. Gibt die Ziege Ziegenmilch? Die kleinen Zieglein an der Wand. Ruhe.
dafür, dass ich letztens noch der Meinung war, es gäbe nicht genug Schlangen oder ich würde sie vermissen. Und jetzt auf jeden Fall verdammt viele, oder? Wo geht's denn hier hin? Nur in die Berge. Was interessant ist hier nicht, ne? Jetzt brauchst du nur einen anderen Weg darüber. Okay. Dafür, dass wir nicht her wollten. Ja, die Lücke habe ich zu spät gesehen. Alles sehr mysteriös. Steinvorkommen, okay, müssen wir jetzt nicht. Da haben wir die Taschen nur voll. Du Sack, ich war schon längst weg. War schon längst vorbei. Medizin, hier ist nichts. Was denn jetzt? Tabak. Ich sehe jetzt erstmal hier nichts, wo ich sage, da müsste man hin. Und hier ist dann der Durchgang, wo man dann rüber kann. Okay. Ja, das ist sozusagen der beste Weg davor. Oh, das wollen wir ja jetzt nicht. Nee, wir haben was anderes vor. Los, komm, lass uns hier. Sehen wir die Ziege vielleicht irgendwo? Guck mal da. Da ist die Schlange, da ist die Schlange. Hier ist Fußspur. Schlange, Schlange. Da! Hab dich! Hab sie. Oh, Ziegenhaut. Das nehmen wir schon mal wieder mit. Wir haben bitte Rezepte und das. Nimm doch das Messer. Wir haben unsere erste Ziege. Yay, Freunde. Der Topa. Und schon habe ich mich wieder verlaufen. Jetzt wieder zurück. Hier unten lang ging das, ne? Gut. Wir haben besucht. Noch eine Ziege. Nein, das wollten wir gar nicht. Warte. Na, hier hinten war noch das dicke Bäumchen, hat man gesagt, nehmen wir mit. Ach, da ist es. Und bauen. Toll. Hast du doch nicht ins Inventar. Harz studiert. Okay, jetzt haben wir Harz gekriegt. Und weg. Wir haben da aber gar nicht schweres Einstecken. Doch, wir haben das Leder noch. Das war doch gar nicht so weit. Also, wir wissen jetzt, dort sind noch dicke Bämmchen. Dicke Bämmchen, dicke Stämmchen. Also, das nehmen wir uns in Ruhe vor. Beziehungsweise das nächste Mal, wenn wir dann hier auf die Eiseninsel wollen. Gehen wir dann hinten lang. Hier rein, weil ich glaube, hier kommen wir besser zurecht als über den anderen Weg, wenn wir da mal klettern und machen müssen. Nein, ich nehme euch jetzt nicht mit. Bin eh schon voll. Wir müssen halt nur immer aufpassen, dass hier ein Puma ist. Da
dass man da nicht so einfach immer rumobern. Oder ich rede ja immer von wir, aber ich bin ja der Übeltäter. Man macht eine Kiste auf. Platz rauskriegen. So, getrocknete Haut nehmen wir mit. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Arzt nehmen wir mit. Die Zickenhaut nehmen wir mit. Alles hier rein. Weil ich würde nämlich ganz gern noch die anderen aufholen. Weil das Holz ist ja für unsere Baumaßnahmen gut. Da kann man zwischendurch immer mal was bauen. Nicht immer nur in der Weltgeschichte rumkurven, sondern auch mal bauen. Ist doch eine Idee, oder? Aber schon mal cool, dass wir einen weiten Weg dahin gefunden haben. Ja. Komm her. Na ja, los. Zack. Haben wir. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Nicht mehr viel. Mehr Interessantes gab es hier nicht. Hier oben gab es noch großer Ast. Brauchen wir nicht. Ziege haben wir. Los, weg. Wir wollten doch noch auf die neblige Insel. Zumindest das muss man mal gesehen haben. Und außerdem brauche ich ein tolles Bild der Nebelinsel für einen Screenshot. Ganz wichtig. Jetzt habe ich den Platz, das kann ich euch mitnehmen. Ja. Na komm. So, Taschen ausladen. Ja, so langsam habe ich das mit dem Aufsteigen des Boot begriffen. Hat lang gedauert, aber Buch zum Lesen. Aber jetzt müssen wir uns merken. Ich halt mal gucken muss. Der Anleger, was hat denn da gekostet? Da war doch gar nicht so teuer, oder? Wenn ich ihn jetzt wieder finde, da. 3. Wir haben 7 einstecken. Lass uns da einfach hier einen Anleger hinbauen. Gut, jetzt wäre ich zwar wieder nass. Ich würde sagen, bauen wir den jetzt hierher. Also ein bisschen nass werden kann man ja mal. So. Gut. So. Müssen wir fürs nächste Mal nur mitnehmen, damit ich nicht wieder nasse Füße kriege. Ja. Gut, wir haben unseren Anleger. Der ist mir jetzt egal, ich bin sowieso nass. Jetzt ist das alles egal. Wo war denn unser Segel? Suchen. Da. Müsste das ja hier drüben die neblige Insel sein, oder? Vermute ich mal. Oh schön, haben wir gleich wieder was Neues entdeckt. Das sind ja die Felsen, die wir gesehen haben, wo wir oben rausgeschaut haben. Vom Berg. Genau. Sprich, wir waren irgendwo da oben.
Wir dürfen kartieren. Na, das ist doch. Super. Das ist eine Karte, wie man sie sich vorstellt, oder? Wir schauen mal. Wenn es das hier überhaupt ist. Ja. Ist eine Insel und hier ist es neblig. Oh, da oben hat das geblinkt. Gut, ich mal, dass wir vielleicht eventuell richtig sind. Oh. Irgendwie hat er sich gerade beschwert. Kartieren. Aber hatten wir nicht? Wir haben uns doch irgendwas gemacht. Jetzt habe ich das Ding wieder nicht mit, oder? Gegen Wind und Kälte? Ja. Wind, Kälte ist abgeklungen. Okay. Da habe ich mal gut aufgepasst. Ausnahmsweise mal. Kommt der bei mir selten vor. Ja. Ist das nur hier ein Riesenfelsen? Fahren wir einfach mal ringsrum. Wir sind ja auf Entdeckungstour. Ich glaube ja nicht, dass die einfach so einen riesen Felsen hier in der Landschaft setzen, dann vor allem mit so einer Dünung drinne. Und dann hat das nichts zu bedeuten. Und notfalls kann ich die Runde hier noch komplett einmal rausschneiden. So, da sehen wir die Eiseninsel wieder. Also entweder das war noch nicht die große Insel, die neblige. Oder irgendwas anderes ganz Verrücktes. Da hinten ist ja auch noch was Großes. Wir fahren mal dahinter. Aber der Strand sah schon mal sehr verdächtig aus, zumindest aus meiner Warte. Oh, hier hat doch was geblinkt. Seht ihr das? Ich bin doch nicht blind. Dann legen wir mal irgendwo an. Vielleicht war ich auch nur zu ängstlich. Ja doch, seht ihr? Ja. Ah. Ich vermute mal, dass wir aber hier keinen Ableger hinbauen können. Waren wir zu nah am Riff sind, aber hier, guck mal da. Ist ja nur, dass wir einen Schnelllandepunkt haben hier irgendwo. Hier ist es tief. Mal gucken. Man muss ja eine gewisse Tiefe haben, sonst funktioniert das Ding nicht. Also, Herstellung. Zack.
Gut, jetzt bin ich immer nass. Jetzt ist es auch egal. So. Sieht gut aus. Wir müssen nämlich nicht jedes Mal hier rumfahren. Hier landen. Oh, ey. Hätten die nicht einfach eine Spitze dran machen können? Hier landen oder so. Ja, gut. Also scheint zu funktionieren. Da wir ja gesagt haben, wir wollen mal schauen. Wo hat es denn jetzt geblinkt? Hier, ne? Irgendwo war das. Ich möchte auf der Insel wenigstens gelandet sein. Ah. Ja, seht ihr das? So, wir müssen schlafen. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Gute Frage. Aber wenn ich wissen, auf was wir uns einlassen, mache ich mal kurz hier Asmode Bergziege. Und wie weit wir hochkommen. Ob ich eventuell wenigstens eine Karte zeichnen kann. Sieht das geheimnisvoll aus. Partieren. Boah. Erst nicht und dann so viel. Das sieht ja aus wie die Hölle. Was haben wir denn hier? Chroniken, die haben geleuchtet. Besonderes Objekt, Schakal. Okay, wieder die Meerschweinchen. Besonderes Objekt, Orange, Eisenvorkommen, Wasser des Lebens, Wittern-Puma, Eisenvorkommen, weißer Schakal, was ist denn das? Boss? Ach, das sind die Bosse, die ich jetzt gehört habe. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ach, felsige Insel. Aber also auf der nebligen, wir sind ja völlig falsch. Wir sind auf der felsigen Insel. Wir sind ja noch gar nicht dort, wo wir hin müssen. Naja, aber cool ist es trotzdem. Wollen wir wenigstens wegen der Chroniken gucken. Die Chroniks. Wo ist denn unser Boot? Aber wir sind hier. Die Chroniken. Nein! Klappt aber auch immer wieder. Wenn jetzt hier Haie oder sowas im Wasser sind. Oder hier sowas, dass ich nicht durchkomme. Naja. Wir haben ja dann Zeit zum Trocknen. Können wir gucken wenigstens mal kurz rein zu den Chroniken. Hier sollen ja auch Schakale sein, habe ich gehört. Mein Kartenmaler berichtete mir, hier gibt es Schakale. Hören tust du schon? Was ist das? Sieht aus wie ein Armbrustschütze. Ihr habt mich nicht gesehen, ihr habt mich nicht gesehen. Nein, nein. Ihr habt mich nicht gesehen, ich bin gar nicht hier. Na gut, dann setze ich mich auf mein Boot, trockne eine Weile.
Schlafen noch mal eine Runde. Und wir starten dann morgen hier mal auf Entdeckungstour. So mein Plan. Also dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, danke für euer Interesse. Ihr seht, es bleibt nach wie vor spannend. Und dann hoffentlich bis morgen hier an dieser Stelle. Tschüssikowski und bye bye.